So, meine Damen und Herren, wir haben es quasi geschafft. Wir wollen uns heute noch das sogenannte Clustering anschauen. Man kann auch von Mustererkennung im weiteren Sinne sprechen. Wir werden sehen, dass die Familie von Algorithmen, die wir uns heute anschauen, letztlich unsupervidiertes Lernen heißt. Das heißt, es sind alles Methoden, die nach Mustern suchen in den Daten, die Muster lernen wollen, die Kategorienzugehörigkeiten lernen wollen sollen, ohne dass wir a priori schon wissen, in welche Kategorie ein Proband fällt. Ja, das ist also ein sehr, sehr deutlicher Unterschied zum Beispiel zur logistischen Regression, die wir im Vorfeld ja schon verwendet haben als ein Verfahren, um Kategorienzugehörigkeit vorherzusagen, bist du Patient oder nicht. Hier haben wir es jetzt mit Methoden zu tun, die uns helfen sollen, ja, wiederum Komplexität in den Daten zu reduzieren, Muster zu finden, aber ohne dass wir die Lösung vorher schon kennen würden. Genau, wir sind quasi am Ende angekommen unserer Veranstaltung. Das ist quasi jetzt noch so ein bisschen der Nachklapp. Da taucht noch mal vieles von auf, viele Verwandtschaften zum linearen Modell, einiges Geometrisches, aber es ist eben schon ein anderer Blickwinkel. Die Frage, die wir mit dem Clustering also stellen, ist: Welche Probanden sind einander ähnlich? Und zu welchen sind sie vielleicht auch unähnlich? Ein beispielhaftes Problem aus der Psychologie könnte lauten: Ich möchte für das Fortbildungsprogramm für Fluglotsen die Gruppen einteilen in möglichst ähnliches Fähigkeitsprofil. Und jetzt stellt sich aber also raus, dass Fähigkeit nicht einfach eine eindimensionale Sache ist, die ich einfach mit einem Leistungstest irgendwie ermitteln kann, sondern es gibt ganz unterschiedliche, in unterschiedliche Richtung strebende Dimensionen der Fähigkeit, die mich hier interessieren. Ich habe meine 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorher entlang folgender Merkmalsdimensionen oder Variablen erhoben. Ich habe einfach für sie Daten erhoben. Sie haben sich in ihrem technischen Verständnis ausgedrückt, sie haben uns ihre Englischkenntnisse gezeigt, sie haben uns ihr Entscheidungsverhalten gezeigt, ihre, ja, was man Multitasking nennen könnte, Mehrfacharbeitskapazität, und sie haben ihre Konzentrationsfähigkeit unter Belastung zur Verfügung gestellt. Wenn wir uns das mal als eine Datenmatrix vorstellen, dann könnte die ja etwa so aussehen. Ja? Zeilen sind die Probanden, M hier, Merkmalsträgerinnen und Merkmalsträger 1 bis 20, und die fünf Variablen, die fünf Scores, wenn wir so wollen, die wir hier erhoben haben. Und das ist mal nur so die Idee, dass wir jetzt fragen mit Clustering-Techniken: Wer ist wem ähnlich? Wer dieser Probanden, welche gehören vielleicht zusammen? Ja, zum Beispiel. Und da ist es ratsam, dass wir nochmal einen Blick rüberwagen auf andere Dimensionalitätsreduktionstechniken, die wir eben verwendet haben, um eine Vielzahl von Variablen in ihrer Dimensionalität zu reduzieren. Hier eingangs nochmal das, wie wir unser ganzes Semester dieses Jahr eröffnet haben, zu sagen: Eigentlich haben wir mehrere Variablen erhoben, die stellen wir uns vor wie Dimensionen eines Raumes. Also wenn es nur zwei Variablen wären, wäre es einfach ein Scatterplot, ja? Und in diesem Raum sind unsere Probanden verortet. Das kannten wir eigentlich als Denkidee, aber das haben wir dieses ganze Semester erstmal wieder auf den Kopf gestellt und haben eigentlich mit diesem sogenannten Subject Space gearbeitet. Wir haben gesagt, wenn wir Variablen Dimensionalitäts reduzieren wollen, zum Beispiel indem wir eine gemeinsame latente Variable finden wollen, sprich Stichwort exploratorische Faktorenanalyse oder auch einfach Hauptkomponentenanalyse, dann haben wir uns das am besten im sogenannten Subject Space vorgestellt, wo also die Beobachtungen den Raum aufspannen und die Variablen als Vektoren oder als letztlich, ja, Punkte, mehrdimensionale Punkte in diesem Raum liegen. Also quasi die Vektoren sind sozusagen der Weg zu diesem einen, zu diesem Endpunkt quasi. Ja, und dann haben wir quasi aus diesen zwei grauen Variablen hier zum Beispiel versucht, die per Linearkombination diese gestrichelte blaue als optimale Beschreibung zu finden. Und Clustering entspricht jetzt eher, würden wir doch wieder sagen, dem, was wir ganz ursprünglich, wenn wir über viele Variablen nachdenken, gedacht haben, nämlich wir gehen jetzt eigentlich, muss man sagen, zurück in den Variable Space, in dem die Probanden
als Vektoren zu denken sind. Ja, also diese grüne Dame ist ein Vektor in diesem hochdimensionalen Raum und der rote Herr genauso und dieser ältere lilane Herr und die orangene Dame. Ja, und ich vermute mal, dass ich sie irgendwann in diesem Semester auch mal mit meinem Bonmot belästigt habe, dass man über sich selbst sozusagen mit seiner Persönlichkeit, wie sie entlang mehrerer Variablen, 1, 2, M sind hier gedreht, also drei Variablen, erhoben wurde, dass man sich so seine Persönlichkeit ja auch in einem, sich selbst sozusagen als Punkt in einem hochdimensionalen Raum vorstellen kann. Und genau das steht beim Clustering tatsächlich so im Mittelpunkt, zu sagen, die Beobachtungen liegen in einem Raum, den Variablen aufspannen und wir schauen jetzt mal, welche Beobachtungen sind einander eigentlich ähnlich. Gibt es vielleicht sowas wie Prototypen auch? Oder hier gezeigt, kann ich diesen Raum, also diese Anordnung von Beobachtungen in diesem Raum irgendwie optimal partitionieren, sodass ich eigentlich doch sagen kann, schau mal, die Punkte da in dem einen Eck des hochdimensionalen Raums, die fasse ich irgendwie zusammen zu einem Cluster, deshalb Clustering, und die da unten vielleicht auch eher. Ja? Cluster begegnen uns in der Psychotherapie, in der Psychiatrie, ja, wenn versucht wird, Störungsbilder, Symptomkomplexe zu clustern. Sie begegnen uns bei der Hörschädigung, dass man versucht, die verschiedenen Arten von Hörverlusten, die sich in so einem Audiogramm ausdrücken, zu clustern, also Typen von Hörverlusten zu identifizieren. Das sind alles so Methoden, die zum Clustering greifen, um aus den Daten heraus selbst plausible Muster zu generieren. Clusterlösungen sind per Definition nicht eindeutig. Das sei hier mal gezeigt. Wenn wir hier fragen, wie viele Cluster sehen Sie? Ja? Sie sehen ein paar Punkte, jetzt hier nur so zweidimensional mal auf diesen Slide gepresst, aber nichtsdestotrotz kann man fragen, wie viele Cluster? Sie könnten sagen zwei. Da sind doch links so ein paar und rechts ein paar. Sie könnten aber irgendwie auch sagen, weiß nicht, sechs würde sich vielleicht noch anbieten. Wir können es hier auch gleich durchgehen. Also das wäre sozusagen eine Zwei-Cluster-Lösung. Ein paar rote Punkte, ein paar blaue Punkte, ja, die irgendwie doch einander ähnlicher sind, dahingehend, dass sie in diesem Raum, Slide, zweidimensional, näher beieinander sind. Ja. Aber was ist mit so einer Sechs-Cluster-Lösung zu sagen, naja, eigentlich die unten setzen sich doch auch so ein bisschen ab. Ja? Also sobald man es farbig einzeichnet, ist es auch plausibel. Aber man muss natürlich jetzt hier aufpassen, dass man das jetzt ja nur optisch gemacht haben. Und es wird natürlich schon darum gehen, optimale Lösungen von weniger optimalen Lösungen zu unterscheiden. Und man könnte auch noch vielleicht so eine Vier-Cluster-Lösung sich vorstellen, zu sagen, ja, irgendwie die da oben gehören zusammen und die unten, die gelben. So, ja. Also es ist uneindeutig. Und an der Stelle ist auch ein guter Punkt, um mal innezuhalten zuerst und ein paar Definitionen nochmal zu liefern nach dieser kleinen Einleitung und zu sagen, Clustering sind alles Methoden des sogenannten Unsupervised Learnings. Das hatte ich eingangs schon erwähnt. Ja? Und ein Algorithmus lernt sozusagen, verschiedene Clustering-Algorithmen lernen, Beobachtungen zu klassifizieren, manchmal sagt man auch zu labeln, also denen quasi Schilder drauf zu kleben und zu sagen, aha, du gehörst zum Cluster 1, du gehörst eher zum Cluster 2. Ohne dass die tatsächlichen Labels bekannt wären. Man weiß es nicht, wie ich gerade gesagt habe. Wir wissen nicht, ob es diesen Daten eine 6-Cluster-Lösung oder eine 4-Cluster-Lösung zugrunde liegt. Es gibt diese ganzen Cluster-Algorithmen, anders gesagt, man kann diese Cluster-Lösungen nach unterschiedlichen Kriterien unterteilen. Es gibt sogenannte partitionierende Algorithmen versus agglomerativ-hierarchische Algorithmen. Was heißt partitionieren versus agglomerativ? Partitionierend heißt, ich fange eigentlich mit einem Cluster an, also sprich mit keinem Cluster, also alle Beobachtungen sind im selben Cluster und dann zerlege ich mir das und schaue, wie ich das zerlegen kann. Agglomerativ-hierarchisch hieße eher, erstmal ist jeder sein eigenes Cluster und ich schaue, wie ich sie sukzessive zusammenfassen kann, bis es vielleicht irgendwann keinen Sinn mehr macht und ich bei einer stabilen Clusterlösung ankomme. 3 Cluster, 5 Cluster, 10 Cluster. Es gibt komplettes Clustering, wo man sagt,
Jede Beobachtung muss auch in einem Cluster drin sein versus partielles. Einzelne Beobachtungen können außen vor bleiben. Wenn dann die ganze Lösung so viel stabiler ist, hätte man quasi auf dem Wege sowas wie eine Art Ausreißer identifiziert. Ja? Also von 2000 Beobachtungen passen 1980, sagen wir mal, oder 1990 in Cluster. Wir finden Clusterlösungen und dann bleiben aber halt ein paar übrig. Es gibt überlappende versus, also eigentlich sollte man unten anfangen. Man denkt erstmal bei Clustering an exklusives Clustering. Du bist als einzelne Beobachtung dann nur in einem Cluster, wirst einem zugeschlagen. Aber es gibt auch Fuzzy Clustering, das ist letztlich probabilistisch definiert, dass ich sage, du hast Clusterzugehörigkeit, zu jedem Cluster eine bestimmte Wahrscheinlichkeit. Ja, und dann hast du hoffentlich Situationen, dass du die meisten Beobachtungen sehr hohe Wahrscheinlichkeiten haben, zu einem bestimmten Cluster zu gehören. Es ist allerdings auch irgendwie gleich wieder nicht so appetitlich, werden wir uns hier auch nicht mit beschäftigen. Und man könnte auch einfach überlappend zulassen, man könnte zulassen, dass Probanden zu verschiedenen Clustern gehören. Das übergreifende Ziel ist, aller Clustering-Analysen würde ich sagen, die Beobachtungen so zu partitionieren, dass die paarweisen, jeder zu jedem, Ähnlichkeiten zwischen den Beobachtungen desselben Clusters tendenziell größer sind als die paarweisen Ähnlichkeiten zwischen Beobachtungen unterschiedlicher Cluster. Ja? Also wenn du jetzt im Cluster B bist, solltest du relativ hohe Ähnlichkeit zu deinen anderen Cluster B Beobachtungen haben und relativ geringe Ähnlichkeit zu deinen Cluster C und Cluster A und Cluster D und so Beobachtungen. Ja? Die Grundidee ist also die Distanz zwischen Beobachtungen im hochdimensionalen Raum. Und darum wird es jetzt auch ein paar Minuten gehen, verschiedene Distanzmaße sich anzuschauen oder die Idee von Distanzen. Und vielleicht auch zu realisieren, dass es auch da nicht die eine Art gibt, wie ich überhaupt die Distanz ausrechne. Sie wären erstaunt, wenn wir das ja noch fortführen würden, wie viele verschiedene Möglichkeiten, Distanzen auszurechnen, schon vorgeschlagen worden sind in der Mathematik, muss man eigentlich sagen. Also die bekannteste und auch tatsächlich beim Clustering gebräuchlichste ist gleich die sogenannte euklidische Distanz. In einem zweidimensionalen Raum, wie hier gezeigt, den also zwei Variablen aufspannen, ja vielleicht die Persönlichkeit und das Multitasking oder sowas, ja, habe ich hier diesen roten Mann und diese grüne Frau und deren Distanz kann ich als euklidische Distanz ausdrücken. Was bedeutet das? Das bedeutet ja nichts anderes als g entlang jeder Dimension, also entlang jeder Variable, die Distanz, bis du auf Höhe der anderen Beobachtung ankommst und quadriere diese Distanz, die du gegangen bist. Das erinnert uns also eigentlich erstmal sehr an alles, was wir in der Statistik jetzt jahrelang gemacht haben, nämlich quadratische Abweichungen zu ermitteln. Ja, das macht die euklidische Distanz auch. Sie ermittelt die quadratische Abweichung zwischen zwei Beobachtungen. Wohlgemerkt muss man hier aufpassen, das Quadrat, was da steht, ist sozusagen der Algorithmus, der zugrunde liegt, dass ich sage, ich quadriere alle Distanzen. Das heißt nicht, es hat nichts damit zu tun, dass es hier gerade zwei Dimensionen sind. Ja? Wenn es drei oder vier oder fünf oder zehn Dimensionen, sprich drei oder vier oder fünf oder zehn Variablen sind, entlang derer ich die Distanz zwischen zwei Beobachtungen haben will, dann gehe ich natürlich, das ist hier in dieser Formel nochmal gezeigt, alle Dimensionen, also alle Variablen ab und summiere die quadrierten, das ist das Quadrat hier, die quadrierten Distanzen entlang jeder Richtung. Ja? Und dann ziehe ich da am Schluss wieder die Wurzel draus. Und das ist dann die euklidische Distanz. Ja? Bekannt aus der Schulmathematik, aber es ist wichtig, sich das nochmal klar zu machen. Vor allem im Unterschied, diese quadrierte Distanz im Unterschied zu einem anderen Distanzmaß, was wir uns gleich noch anschauen werden. Die euklidische Distanz, das hatte ich gerade schon gesagt, kann ich also im hochdimensionalen Raum genauso berechnen wie im zweidimensionalen Raum oder eigentlich auch im eindimensionalen. Und diese Distanz nennt sich auch die L2-Distanz oder L2-Norm. Und dieser Name L2 ist auch das, was man manchmal als alternativen Name für Least Squares sieht. Wenn einer quasi einfach nach Kleinstquadrate-Methode vorgegangen ist und eine quasi nach kleinster quadratischer Abweichung sucht von zwei Lösungen, ja, oder in so einem Regressionsmodell, dann arbeitet er eigentlich mit der sogenannten L2-Norm. Norm ist nur ein anderes Wort für die Länge eines Vektors auch.
Und so haben wir jetzt gerade die Distanz zwischen zwei Beobachtungen, wenn wir über diese quadratischen Abweichungen gehen, eigentlich die sogenannte L2-Distanz oder L2-Norm ermittelt. Diese Distanzen, zum Beispiel für die Probanden aus unserem eingangs erwähnten Beispiel mit den 20 Fluglotsen, ja, die ich entlang 5 Dimensionen abgetragen habe. Diese Distanzen, die kann ich dann in einer Matrix abtragen. Und diese Distanzmatrix, die ist ganz zentral fürs Clustering. Und dann nochmal, was will das Clustering? Das Clustering will ja schauen, dass es nachher Clusterlösungen findet, wo die Distanzen innerhalb der Cluster klein sind und dann Zwischenbeobachtungen in den Clustern relativ groß sind. Und das kann ich natürlich schon mal optisch auch sehen, wenn ich eine Distanzmatrix mir plotte. Was haben wir hier also? Wir haben 20 Beobachtungen geplottet gegen dieselben 20 Beobachtungen. Das heißt also auch, wir haben auf der Diagonale quasi die Distanz mit sich selber und die ist immer 0. Und zwar egal, welches Distanzmaß wir verwenden, wir kommen gleich noch zu ein paar anderen, aber ich selber bin ich selber in diesem hochdimensionalen Raum. Ja, das ist klar. Und aber die sozusagen Distanzen zwischen den Personen fallen halt unterschiedlich groß aus. Das geht jetzt hier in diesem Fall bis zu 5 hoch. Wir sehen später mal noch das Kleingedruckte, warum es wichtig ist, das mit Z-standardisierten Variablen zu machen. Oder sagen wir mal, es ist zumindest krisensicherer, wenn man solche Distanzen immer auf Z-standardisierten Variablen ausrechnet. Sage ich aber nachher noch was dazu. Ist hier nur das Kleingedruckte. Und ich bekomme also Distanzen, die irgendwie bis 5 gehen. Es gibt also ganz offensichtlich Beobachtungen, meinetwegen die 10 mit der 8 zum Beispiel, die eher eine kleine Distanz aufweist. Und die, was ist das hier? Das ist etwa die 11 mit der 1, eher eine große Distanz. Ja? Aber so sieht die Distanzmatrix aus. Wir wissen noch nicht genau, was wir mit anfangen sollen, wenn wir die euklidische Distanz verwendet haben. Wir könnten aber auch die sogenannte L1-Norm statt der L2-Norm oder L1-Distanz nehmen. Die nennt man auch die City-Block-Metric oder City-Block-Distance. Was hat es mit der auf sich? Warum L1? Wenn L2 die quadratischen Abweichungen haben, was könnte dann L1 sein? Das könnten einfach die Beträge sein. Ja? Das heißt, es ist eigentlich noch egal, in welche Richtung du gehen musst entlang einer Variable, aber es zählt nur die Strecke, die du gegangen bist. Warum heißt das Ding City Block Metric? Jeder, der schon mal in Manhattan war oder die ganzen Geschichten und Filme und Atlanten von Manhattan Stadtkarten kennt, weiß, dass eben so ein klassischer amerikanischer Straßenblock eben sehr, sozusagen man dort, das ist so extrem gerastert, die Stadt, dass man dort wirklich nur von einem Punkt zum anderen kommt, wenn man sich nicht wie durch eine mitteleuropäische Altstadt so durchschlängelt, sondern man muss eben sehr lange die eine Richtung laufen, die Streets und dann die Blocks quasi, oder die Avenues, Entschuldigung, also die Streets und dann die Avenues wieder hoch. So wird dann ein Block draus, ja. Und das nennt man deshalb auch manchmal die Manhattan-Distanz tatsächlich. Und die Formel, wenn ihr euch das hier anguckt, unterscheidet sich jetzt eigentlich nur dahingehend, dass eben nicht quadriert wird. Das kann ich genauso in einem hochdimensionalen Raum machen. Nimm einfach die Distanz entlang aller Variablen, um vom einen Punkt zum anderen zu kommen. Ja, und wenn es eben dreidimensional wäre, wird es noch gehen und dann können wir es uns nicht mehr vorstellen. Und nimm den Betrag des Ganzen. Genau. Nimm also die absolute Distanz, wenn man so will. Richtung ist egal, aber es wird auch nichts quadriert oder sowas. Ja? Was ist der Unterschied hier? Die extremen Distanzen entlang einzelner Dimensionen, also was heißt, wenn es einen extremen Unterschied zwischen zwei Beobachtungen in einer Variable gibt, dann hat die natürlich weniger Gewicht als beim Quadrieren. Und Quadrieren haut die relativ stärker rein. Diese Idee von L1 ist Betrag. L2 ist Quadrat und Quadratwurzel, kann man noch weiter treiben zu den sogenannten Minkowski-Distanzen oder Minkowski-Normen, manchmal auch einfach Pi-Normen bezeichnet. Die Pi-Norm ist quasi die verallgemeinerte Form dieser Distanzidee. Zu sagen, ich kann nehmen die p-te Potenz und dann auch die p-te Wurzel entlang des. Also wenn ihr das hier anguckt, diese Minkowski-Formel hier oben für diese Minkowski-Distanz, dann ist das quasi, wenn ihr für p gleich 2 einsetzt, ist das einfach die euklidische Distanz. Ja? Quadrieren, aufsummieren, über alle Dimensionen Wurzel ziehen.
Die City Block Distance ist im Prinzip die P1-Norm, wenn man so will, oder P gleich 1-Norm, weil man dort nur die erste Potenz nimmt quasi, das ist der Betrag. Und dann auch wieder die erste Wurzel, was es so nicht gibt, aber man kann das mal so hinschreiben. Und das kann man aber auch für höhere Potenzen machen. Man kann quasi eine Minkowski-Norm auch dritter Potenz oder Pi-Norm dritter, vierter Potenz machen, was so ein bisschen jetzt wirklich ein Detail ist, aber du kriegst sozusagen auch kürzere Distanzen hin als mit der euklidischen Distanz. Die Distanz wird dann eigentlich oft kleiner. Könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr irgendwie auf eurem Taschenrechner rausfindet, wie ihr die dritte, also zur Potenz 3 quasi die kubischen Distanzen nehmt und dann jeweils dann auch wieder die dritte Wurzel draus zieht, werdet ihr sehen, dass diese Minkowski-Distanzen höherer Ordnung teilweise kürzer sind als die euklidischen. Sieht man manchmal im Clustering auch verwendet. Allerdings verrate ich nicht zu viel, wenn ich sage, die euklidische Distanz ist wirklich hier unsere Hauptwaffe. Es gibt noch eine, die ich noch kurz erwähnen will, und das ist für uns als Geometrikerinnen jetzt in der multivariaten Statistik bestens bekannt, die sogenannte Cosine Similarity. Ja, wenn wir sagen, zwei Menschen, zwei Beobachtungen in einem hochdimensionalen Raum von Variablen, stellen wir uns vor wie zwei Vektoren, dann haben wir ja das ganze Semester, vor allem den ersten Teil damit verbracht, dort über die Winkel und über die geometrische Konfiguration zu sprechen. Und das kann ich natürlich direkt auch als Ähnlichkeitsmaß nehmen. Ich kann auch direkt sagen, zwei Probanden sind sich dann sehr ähnlich, wenn sie in so einem hochdimensionalen Raum einen sehr kleinen Winkel miteinander beschreiben. Ja? Hab dann etwas, was man Cosine Similarity nennt oder auch Cosine Distance, also 1 minus. Diese Cosine Similarity wird auch als Cosine Distance bezeichnet. Und damit sind wir dann sehr, sehr nah wiederum an der Korrelation, beziehungsweise wenn wir uns das als anschauen, wie die berechnet wird, ist das eigentlich ganz einfach was wir als Winkel zwischen zwei Variablen kennen. So eine Art Kreuzprodukt der beiden Vektoren, geteilt durch solche, ja, wir würden sagen Standardabweichungen oder eben Betrag der quadrierten Länge dieser Vektoren. Also das sieht extrem nach einer Korrelation aus. Das ist die Cosine Similarity, die wird auch relativ häufig verwendet. Euclidean Distance oder Cosine Similarity kommen wirklich viel vor. Hier ein Beispiel von unserem jetzt mittlerweile ehemaligen Kollegen Jens Kreitewolf, den ihr auch gut kennt als Dozent. Der hat zum Beispiel vor kurzem mal die Cosine Similarity verwendet, um die Gleichheit zwischen zwei Stimmenschnipseln. Er hatte von zwei Stimmen sehr, sehr viele Schnipsel und hat sich dafür interessiert, wie ähnlich diese Stimmen eigentlich einander sind. Und was er dazu gemacht hat, ist, er hat das akustische Signal, was man hier so in lila für die eine Stimme sieht oder in grün für die andere, entlang sehr vieler Dimensionen beschrieben, nämlich entlang die Energie, die diese Stimme in vielen Frequenzen hat. Das ist sozusagen dann die Repräsentation dieser Stimme in einem hochdimensionalen Raum aus sehr vielen Frequenzen. Aber wie kann ich jetzt sagen, wie ähnlich ist sich jetzt sozusagen dieses lilane Gezuckel da, dieses lilane hochdimensionale Gebilde zu diesem grünen hochdimensionalen Gebilde? Und dafür hat er dann zur Cosine Similarity gegriffen. Er hat quasi sozusagen diese grüne Stimme in einem hochdimensionalen Raum repräsentiert, die aus diesen ganzen Frequenzen besteht, und die andere im gleichen Raum, aber eben die lilanen Werte, das ist ein anderer Vektor im hochdimensionalen Raum, und deren Winkel hat er dann als Distanzmaß quasi verwendet, oder als Ähnlichkeitsmaß, muss man in dem Fall sagen. Also beim Clustering ist es immer mal so rum formuliert, dass es über die Ähnlichkeit formuliert ist, sprich eine kleine Distanz oder hier ein kleiner Winkel, und manchmal über die Dissimilarity, also die Distanz, generell große Distanzen, große Unähnlichkeiten zwischen Beobachtungen. Das aber wirklich nur als kleines Vorspiel. Bevor wir jetzt dann so richtig mal kurz uns ein Clustering, nämlich das sogenannte K-Means-Clustering, als prototypischen Clustering-Algorithmus ein bisschen genauer anschauen heute. Kurz noch zwei Worte so zum Kleingedruckten quasi. Bevor Forscherinnen und Forscher Clusterings zum Einsatz bringen, wird verrückterweise oft das, was wir schon kennen, eben doch verwendet, nämlich eine Dimensionsreduktion entlang der Variablen. Also, ich habe vielleicht hunderte von Probanden, die ich gleich clustern möchte, oder hunderte von Beobachtungen.
Ich habe aber oft auch hunderte von Variablen. Also wir reden hier jetzt so über solche Big Data-Situationen. Stellt euch vor, ihr habt von Beobachtungen, Studierenden vielleicht letztlich sehr viele Bewegungsdaten, Handydaten, Persönlichkeitsmessungen, was weiß ich was, ja. Und das ist irgendwie per se zu viel, um damit ins Clustering einzusteigen, oder die ganze Situation wird handlicher, wenn wir uns eben zunutze machen, dass wir das vorher doch auch in seiner Dimensionalität reduzieren könnten und zum Beispiel aus 30 Variablen, wie ich es hier auf dem Slide geschrieben habe, vielleicht nur noch 5 Faktoren machen könnten. Ja, das ist ein Beispiel aus unserer Forschung. Wir hatten tatsächlich so eine Art Profil von Hörgerätenutzern angestrebt und hatten die entlang von etwa 30 Variablen erhoben. Und haben dann mit einer Faktorenanalyse erstmal das eingedampft auf 5. Eine 5-Faktoren-Lösung hat sich so per Kaiser-Kriterium und Scree-Plot als stabil erwiesen. Und dann haben wir mit diesen 5 Faktoren weitergearbeitet und geschaut, ob wir mit diesen 5 Faktoren ein Clustering hinbekommen. Ja? Und das zweite, Kleingedruckte, hatte ich schon erwähnt, nämlich, dass man gut beraten ist, wenn man beim Clustering, wenn man ins Clustering einsteigt, was immer dann die Variablen sind, ob es jetzt Faktorenscores sind, also Ausprägungen auf latenten Variablen oder tatsächlich gemessene Variablen. Man tut gut daran, diese Variablen zu Z-scoren, also Z standardisieren, normalisieren, sodass sie also einen Mittelwert von 0 und eine Varianz von 1 haben. Warum bietet sich das an? Der Hauptgrund ist der, dass zumindest dann schon mal kleine Veränderungen in den Einheiten nicht das ganze Ergebnis beeinflussen können. Das ist hier mal gezeigt. 2 Beobachtungen, OPS1 und OPS2, dargestellt als ein Vektor mit 3 Einträgen, sprich es wurden 3 Variablen erhoben, nämlich Schuhgröße, Größe und Gewicht. Aber beachte die Einheiten, die Schuhgröße wurde hier einmal in sozusagen in dem Euro oder in der französischen Schuhgröße, wie wir es kennen, gemessen, zum Beispiel 43, Größe in Metern, wobei das, Entschuldigung, das ist genau falsch, hier müsste es eigentlich Zentimeter sein, also eigentlich 177 Zentimeter, sorry, da habe ich mich hier auch noch vertippt, und Gewicht. Und jetzt kann man einfach zwischen diesen beiden Beobachtungen, ja, also denkt an den grünen Herrn und die rote Dame, oder wie war es, der rote Herr, die grüne Dame vorher im Bild. Das wäre sozusagen die euklidische Distanz zwischen den beiden zum Beispiel. Ja? Die wäre 20,5. Das hat natürlich keine richtige Einheit mehr, weil das jede Dimension auch eine andere Einheit hatte. Das Entscheidende hier ist, wenn du die Schuhgröße in UK-Größen ausgedrückt hättest, wären es ja immer noch der gleiche Unterschied zwischen den beiden, aber eben in einer anderen Einheit. Und genauso sind es jetzt hier Meter statt Zentimeter und dann wird die euklidische Distanz irgendwas anderes. Das heißt, als wären sich 2 Beobachtungen auf einmal ähnlicher oder unähnlicher, wenn ich andere Einheiten mache. Das ist ungünstig. Mit dem Z-Transformieren umgeht man das. Man stellt sicher, dass jede Dimension die gleiche Einheit hat, nämlich die Einheit Standardabweichungen. Und mit diesem Mittelwert 0, Varianz 1 hat man da einfach eine viel klarere Situation. Also fast alle Clustering oder überhaupt Machine Learning-Algorithmen fordern oder freuen sich, sagen wir mal so, wenn ihr die Variablen ihnen üblicherweise Z standardisiert gebt. Manche Algorithmen sogar auf 0,1 normiert. Das gibt es auch noch, dass man sagt, alle Werte werden einfach zwischen 0 und 1 reingepresst. Machen wir jetzt hier aber nicht. Als gute Sozialwissenschaftlerin arbeiten wir mit Z-Standardisierung. So, jetzt wollen wir uns nach einer halben Stunde mehr so allgemeinem Geplänkel rund ums Clustering mal das K-Means-Clustering als eine Technik anschauen. K-Means-Clustering ist ein sehr wichtiger, sehr gebräuchlicher und auch vielseitiger Algorithmus. Weil er eben so vielseitig ist, wird er ja auch viel gebraucht. Das Kochrezept für K-Means sieht so aus. Und jetzt müsst ihr eben bereit sein, ein paar arbiträre Entscheidungen zu akzeptieren. Nochmal, weil wir machen unsupervised learning. Wir wissen nicht, zu welchem Cluster ein Proband gehört. Wir wissen nicht a priori, ob 2 Cluster oder 3 oder 4 gut sind. Ja? Wir suchen jetzt einfach mal K-Cluster. Und deshalb heißt dieser Algorithmus auch so, K-Means. Und wir legen völlig willkürlich die Zahl K jetzt auch vorneweg fest. Das können auch pragmatische Erwägungen sein. Zum Beispiel kann es sein, ich möchte 2 neue Hörgeräte auf den Markt bringen
Und entsprechend bin ich eigentlich auch nur an einer Zwei-Cluster-Lösung interessiert, also an K gleich 2, K gleich 2, weil ich habe nur zwei. Ich möchte nur gucken, wer meiner ganzen Kunden, meiner ganzen Leute, die in meiner Datenbank sind, darauf passt. Oder ich habe 300 Patientenakten, ja, und ich suche einfach nur nach einer Zweiteilung, dann würde ich K gleich 2 machen. Oder eben K gleich 3, wenn ich meine, dass drei Cluster für meine weitere Theorieentwicklung oder so relevant sind. Also wir platzieren völlig wahllos jetzt gleich in dieser ganzen Punktwolke, in diesem hochdimensionalen Raum, sitzen unsere ganzen Beobachtungen, unsere ganzen gemessenen Probanden. Der Raum nochmal ist hochdimensional, weil wir mehrere Variablen gemessen haben. Da sitzen die Probanden drin und wir setzen da jetzt rein, total wahllos, Zentroide. Und jetzt kommt der eigentliche Algorithmus. Wie bilde ich ein Cluster aus diesen ganzen Beobachtungen? Welche gehören zu welchem Zentroid? Ich bilde K-Cluster, in dem jeder Punkt seinem nächstgelegenen Zentroiden erstmal zugeordnet wird. Einfach, zu welchem Zentroid bist du am nächsten? Die haben wir ja wahllos da reingesetzt. Ja? Trotzdem sind sie ja irgendwo gelandet. So, zu wem bist du am nächsten? Dann gehörst du mal zu dem seinem Cluster. Und jetzt rechnen wir Abstandsmaße aus. Im Start gehörst du einfach, wie gesagt, zu dem Cluster, zu dem Zentroid, du den kleinsten Abstand hast. Und jetzt können wir für die Punkte den neuen resultierenden Zentroiden ausrechnen. Jetzt brauchen wir ihn nicht mehr setzen, sondern jetzt können wir für die sagen, ebenfalls mit einem Abstandsmaß, also letztlich mit einem kleinsten Quadrat im Maß, wer ist euer Zentroid? Ja, ihr 30 Punkte. Und für euch anderen 30 Punkte, die ihr jetzt mal in der ersten Lösung einfach zufällig an dem anderen Zentroid näher dran wart, für euch rechnen wir auch das aus. Und das machen wir letztlich so lang, bis die Cluster-Zentroiden ihre Position nicht mehr oder kaum noch verändern. Das klingt jetzt sicher sehr trocken. Man sieht es hier mal in Interaktion. Wir sehen hier, das ist jetzt sozusagen hier rüber, vier Iterationen dieses Algorithmus. Im ersten Durchgang haben wir also, wir haben die im ersten Durchgang hier völlig wahllos die drei Kreuze, drei Zentroide reingesetzt. Hier wird also ein K gleich 3 Clustering durchgeführt. Ja? Und jetzt werden also wahllos letztlich Beobachtungen diesem Cluster zugeordnet. Weil die drei so sitzen, ist es ja so, dass alle, die hier unten sind, eben die kleinste Distanz zu diesem Zentroid haben. Also diese, was jetzt hier schon eckig eingezeichnet ist, das ist nur pädagogische Hilfe, dass die schon mal eckig sind. Das sind also alle die, die im ersten Durchgang am wenigsten Distanz zu dem Zentroid hatten. Ja? Und die da oben hatten natürlich zu dem wahllos hineingesetzten Zentroid die kleinste Distanz. So, was passiert jetzt, wenn wir in der zweiten Iteration für diese, die nun also gelabelt sind als Cluster-Viereck, wenn wir für die den echten Zentroid ausrechnen, dann zieht es diesen Zentroid quasi jetzt wirklich hier rein. Seht ihr jetzt, wie in der zweiten Iteration, der wirklich ganz schön als, was heißt ein Zentroid, letztlich als Schwerpunkt, ja, in dieser Wolke der Viereckchen sitzt. Und weil eben hier sich so ein bisschen eine Lücke auftut, sitzt der nicht so zum Beispiel in der Mitte von denen allen hier, weil die ja auch noch dazugehören, sondern er muss dann da sitzen. Das ist dann der Schwerpunkt. Und genauso hat es den Zentroid ein bisschen da hochgezogen und den hier runter. Was passiert im nächsten Durchgang? Da wird es noch deutlicher, da zieht es den jetzt her. Aber jetzt wechseln ein paar auch ihre Parteilichkeit hier. Seht ihr das? Weil jetzt haben auf einmal. Es gilt immer die Regel, du gehörst zu dem Cluster, wo du den kleinsten Abstand zum Zentroiden hast. Jetzt gehören also zum Beispiel einige hier in der Mitte, die gehören jetzt nicht mehr zu dem Quadrate-Cluster, sondern die werden jetzt dem Cluster zugeschlagen. Ja? Und so stabilisiert sich das hier relativ schnell, nach ein paar Iterationen schon, dass das hier oben, und jetzt ist es durch die Symbole auch sozusagen das grafisch unterstützt, ist hier jetzt auch für unser mit bloßem Auge schon eine relativ plausible Lösung, dass die da oben zusammen ein Cluster sind, das Dreieckscluster kann man sagen, und hier unten das Viereckscluster und hier noch das Kreiscluster. Was wir also machen, ist, wir summieren über alle K-Cluster hinweg die quadrierte euklidische Distanz einer Beobachtung, also letztlich aller Beobachtungen, zu den jeweiligen Clustern. Ja,
für, also ganz genau heißt es ja hier, für alle Beobachtungen, nee, Entschuldigung, das habe ich gerade Quatsch gesagt, nicht für alle Beobachtungen, sondern für alle Beobachtungen in einem Cluster, rechnest du die Distanz, die euklidische Distanz in dem Fall von dieser Beobachtung zum Zentroid, quadrierst es und das summierst du dann über alle Cluster. Und das ist quasi deine, was man Objective Function oder Loss Function nennt. Die heißt auch schon mal geschickterweise SSE. Das ist sozusagen wiederum ja ein Fehler. Ja, das kann man sich so ein bisschen wie eine hochdimensionale oder mehrdimensionale ANOVA vorstellen. Ja, das sind quasi Abstände zu den Means. Also wer sich jetzt hier erinnert fühlt an sowas wie die, wie gesagt, bei der Varianzanalyse, der Fehlerterm, die Abweichung, die die Beobachtungen innerhalb einer Gruppe von ihrem Gruppenmittel haben, da kann man sagen, ja genau, das Ganze passiert hier in einem hochdimensionalen Raum, wo diese Cluster sozusagen sich relativ frei bewegen können. Und das wird jetzt iterativ so lange gemacht, bis halt diese SSE quasi stabil klein wird. Wann wird die klein? Die wird klein, wenn alle Punkte, die gerade jetzt zu dem Cluster zugeschlagen sind, auch quasi eine kleine Distanz zu ihrem Cluster-Zentroid haben. Und was wir hier gerade eigentlich machen, ist ein partitionierendes Clustern. Wir fangen eigentlich an, wir haben unseren Haufen Beobachtungen, legen da wahllos die drei Cluster rein, die passen noch überhaupt nicht. Und durch das iterative Optimieren und sozusagen, wir suchen nach einem Minimum dieser Intra-Cluster-Abweichungen, kann man sagen, das ist dieses SSE, gehe ich sozusagen auf die Kohäsion der Cluster. Ich sorge dafür, dass die sozusagen... Wir ändern ja nochmal, wir ändern nicht die Lage der Daten. Habt ihr das gesehen? Das ist ganz wichtig. Die Punkte liegen, wo sie sind. Alles, was sich ändert, ist, zu welchem Cluster sie zugeschlagen werden. Damit unser Ziel erfüllt ist, dass die Kohäsion in einem Cluster, Verzeihung, groß wird oder sozusagen die Abweichung innerhalb eines Clusters groß oder alternatives Ziel, die Separation der Cluster groß. Ja? So hatten wir Clustering definiert. Sorge dafür, dass die Abweichungen innerhalb der Cluster klein sind, die Distanzen, beziehungsweise sorge dafür, dass die Distanzen zwischen Clustern, zwischen Beobachtungen, die du unterschiedlichen Clustern zuschlägst, groß wird. Das ist also hier gezeigt. Kohäsion versus Separation der Cluster. Ja? Und es gibt auch dafür ein Maß, nämlich das, was man eigentlich extrem stark als uns an die SS-Between aus der ANOVA erinnert. Wir könnten sagen, wie stark sind die Zentroiden voneinander weg, sozusagen. Ja? Was ist die Distanz zwischen den Zentroiden? Die wollen wir eigentlich groß haben. Und die Distanz der zu einem Cluster gehörenden Beobachtungen rund um ihr Zentroid wollen wir klein haben. Ja? Das ist quasi die SS-Within. Und jetzt gibt es nämlich, wenn man diese zwei Maße mal sozusagen akzeptiert hat, dass man sagt, man kann eigentlich für beides irgendwie optimieren. Man könnte sagen, achte darauf, dass vor allem die Kohäsion groß ist, also kleine Distanzen innerhalb des Clusters. Wäre nochmal was so hier gezeigt ist. Oder achte darauf, dass das groß wird, dass die blauen lang werden. Dann könnte man auch das machen, was auch gemacht wird im Clustering. Man könnte für jede Beobachtung sogar einen sogenannten Silhouettenkoeffizienten ausrechnen. Warum der so heißt, sehen wir gleich, wenn man ihn plottet. Erstmal müssen wir es einfach akzeptieren, dass man den sogenannten Silhouette Coefficient oder Silhouettenkoeffizienten ausrechnen kann. Was der macht, ist, man sieht hier unten die Formel schon ein bisschen, der sagt für jede Beobachtung eigentlich, wie groß sind was ist deine mittlere Distanz zu allen anderen Beobachtungen in den anderen Clustern? Also so eine Art mittlerer hellblauer Pfeil. Und was ist dein mittlerer grüner Pfeil? Also dein ozeangrüner Pfeil hier, was ist deine mittlere Distanz zu deinen gerade gelabelten Clusterfreunden unter hier zum Beispiel einer 2-Cluster-Lösung? Ja. Und der Silhouette Coefficient sagt dann einfach, gut, das wollen wir groß haben. Das ist da unten also als BI gezeigt, das hellblaue BI. Das wollen wir groß haben. Von dem wollen wir möglichst wenig Within-Cluster-Distanzen haben, die wir da abziehen. Und das teilen wir noch durch das Maximum, was immer größer ist. Ist A größer oder B größer? Das ist quasi so eine Normierung. Dann wird nämlich der Silhouettenkoeffizient maximal 1 und minimal minus 1. Und Achtung, jetzt kommt nämlich der Silhouettenkoeffizient, der hilft uns jetzt nämlich beim Ermitteln letztlich der Güte einer Lösung. Weil wir stehen ja offensichtlich vor der Frage jetzt, wir können jetzt irgendwie so
Okay, das ist einsichtig. Wir werfen da entweder 2 oder 3 oder 4 oder 5 Zentroide rein und dann spielen wir dieses Spiel, dass wir quasi iterativ schauen, wann wird diese SSE, also die Within-Cluster-Abweichung am kleinsten, schön und gut, aber was ist jetzt eine gute Lösung? 2 Cluster, 3 Cluster, 4 Cluster. Wenn man das mal bei Google einfach nur reintippt, how to choose number of clusters, findet man unheimlich viele Treffer. Man sieht, man ist nicht allein mit dem Problem. Eigentlich sehr, sehr viele Studierende und Wissenschaftler auf der Welt stehen genau vor der Frage. Wie viele Cluster bei einem unsupervidierten Lernen soll ich denn so extrahieren? Ja. Und der Silhouettenkoeffizient hilft uns dabei. Es gibt verschiedene Lösungen, aber sie sind alle eigentlich grafische Lösungen. Es gibt also auch hier nicht die numerisch richtige Antwort, sondern es sind alles grafische Zugänge zu dem Problem. Erstens könnten wir diese Distanzmatrix, die ich vorher mal eingeführt hätte, sortieren nach den Clustern. Ja, wir hatten ja so eine Distanzmatrix zwischen unseren 20 Probanden, jeder zu jedem quasi die Distanz. Und da können wir jetzt sagen, wenn wir fertig sind mit so einem Clustering, sortieren wir die mal nach den Clustern. Und dann müssten ja eigentlich, wenn das geklappt hat, auch solche Cluster, solche Flecken, solche Kacheln von kleiner und größerer Distanz entstehen. Das kann man sich anschauen. Zweitens kann man ein bisschen wie bei den Scree-Plots in der Faktorenanalyse, also es ist jetzt aber hier mehr eine grafische Verwandtschaft, abtragen, wie groß denn eigentlich diese SSE ist, oder man könnte auch sagen Residualvarianz oder erklärte Varianz, gegen die Anzahl der Cluster, also k gleich 1, nur ein Cluster, k gleich 2, k gleich 3, k gleich 4. Und dann guckt man, ob man ebenfalls so einen Knick in dem Plot hat, ob es irgendwo so einen Punkt gibt, wo man sagt, ab jetzt wird es eigentlich nur noch so linear besser. Dass es mit mehr Cluster besser ist, ist klar. Das könnt ihr euch auch überlegen, wenn man das nämlich zu Ende denkt. Okay, den Satz sage ich, wenn wir gleich dazu kommen. Und dann haben wir auch noch diese Silhouette-Plots, die diese von uns soeben etablierten Silhouettenkoeffizienten benutzen. Also der Reihe nach. Erstmal könnten wir also sagen, wir nehmen unsere Datenpunkte. In dem Fall hier sind es jetzt gerade mal 100 Datenpunkte. Wir haben ein K-Means mit 3K gleich 3 Clustering durchgeführt und könnten das jetzt abtragen. Wenn das Bild so eindeutig ist, es ist hier nur eine zweidimensionale Problematik, zumindest ist sie hier zweidimensional dargestellt, wenn diese Datenpunkte sind sich ja offensichtlich einander sehr, sehr ähnlich und haben große Distanz zu den anderen, werden also von einem K gleich 3 Means Algorithmus eindeutig als ein Cluster identifiziert. Was ist dann mit den Distanzen? Diese Distanzmatrix, wenn ich die dann sortiere, sieht offensichtlich so aus, dass die alle untereinander sehr kleine Distanzen haben. Ja, hier ist jetzt zur völligen Verwirrung von allen Beteiligten mal die Ähnlichkeit abgetragen. Ja, also hier ist es jetzt so, dass die großen Werte gut sind. Das ist quasi ähnlich und das ist nicht Distanz. Das kann mal so sein. Da muss man eben das Kleingedruckte lesen. Und Similarity, also Ähnlichkeit, ist einfach nur 1 minus Unähnlichkeit oder Dissimilarity oder Distance. Ja? Also hier jetzt, die dicken Farben, die schwarzen Farben, bedeutet, die sind einander sehr ähnlich. Und dann, wenn ich dann einen wahllosen Datenpunkt rausnehme, der aus einem anderen Cluster ist, dann hat er entsprechend auch eher geringe Ähnlichkeit zu anderen Datenpunkten, die eben nicht aus einem Cluster sind. Hier würde man also sagen, wow, eine sehr, sehr cleane, saubere 3-Cluster-Lösung, die man außerdem ja auch hier in dem Fall, weil es ein einfaches Lehrbuchbeispiel ist, auch schon mit dem bloßen Auge gesehen hätte. In der wirklichen Welt ist es ein bisschen verrauschter und das habe ich euch hier mal mitgebracht. Das ist eine Studie, die ich mal mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemacht hatte. Da hatten wir also 140 Hörerinnen und Hörer, die wir auf diesen 30 Variablen gemessen hatten, die wir runtergebrochen hatten auf 5 Faktoren. Das waren etwa 30, nicht 20, glaube ich. Und haben dann versucht, solche Typen zu ermitteln, also solche Prototypen. Wir hatten eine 6-Cluster-Lösung als gut für gut befunden. Und wenn ich für euch dann mal so eine Distanzmatrix hier plotte, also hier ist jetzt wieder Distanz, große Farben, rote Farben heißt sehr unähnlich, blaue Farben heißt einander sehr ähnlich. Dann ergibt sich ja doch was, dass man, ich habe die hier jetzt quasi sortiert nach ihrer Clusterzugehörigkeit. Also erst kommen alle, die K-Means dem Cluster 1 zugeschlagen hat, dann kommen alle dem Cluster 2, dem Cluster 3, dem Cluster 4, dem Cluster 5, dem Cluster 6. Und
Naja, wenn man hier mal so lang geht, sieht man schon so ganz, kann man mit dem bloßen Auge die 6-Cluster-Lösung eigentlich nicht sehen. Man sieht hier ganz klar ein Cluster von etwas über 20 Beobachtungen. Man sieht da unten ein schönes Cluster, dann hat man hier noch eins, ah doch, man sieht es eigentlich schon. Nur hier war ich mir nie so ganz sicher, ob das nicht eigentlich ein Cluster ist. Die Cluster-Lösung, wir hatten uns da für 6 Cluster entschieden. Die ist insofern, war wohl entsprechend der anderen beiden Kriterien, die wir gleich noch sehen, ein bisschen stabiler. Aber dann würde man also sagen, das ist ein Cluster, das ist eins, das ist eins, das ist das vierte, das ist das fünfte, das ist das sechste. Ja? Also grafische Lösungen, das grafische Anschauen dieser Distanzmatrizen und dieses Sortieren der Distanzmatrizen nach den Clustern ist dann, was auch herangezogen wird, um die Güte der Cluster zu beurteilen. Ein klassischer Datensatz dazu, den auch in jedes Statistikprogramm fast enthält, R zum Beispiel hat den mit drin, ist der berühmte Fisher's Iris Dataset. Das sind Blumen, einfache verschiedene Irisarten, die entlang 4 Variablen gemessen wurden, nämlich die Länge von diesem Sepal, also diesem kleinen Blatt hier, und dem Petal, also diesem zweiten Blatt hier, und dessen Länge und Weite. Also quasi, ja, kann sich so wie ein 2x2 oder vierdimensionales Problem vorstellen. Sepal und Petal und davon jeweils Length und Width. Das sind 4 Messungen quasi, 4 Variablen, die ich für jede Spezies habe, ja, und für jede Beobachtung. Und der Versuch beim Clustering ist jetzt hier, deshalb ist das so ein schöner Datensatz, den man benutzen kann, wenn man Clustering-Algorithmen ausprobiert, diese verschiedenen Spezies, die sich dahinter verstecken, nämlich die Iris setosa, die Iris versicolor und die Iris virginica, wiederzufinden. Und hier ist es auch so, dass man die 3 Cluster ziemlich sofort sieht, wenn man mit K-Means K auf 3 setzt und das auf diesem Datensatz laufen lässt, bekommt man, also sortiert nach dem ersten Cluster, große Ähnlichkeit, kleine Distanzen, hier in Blau wiederum für das erste, das zweite und das dritte. Es gibt allerdings, das sieht man auch, zwischen den Mitgliedern des dritten Clusters und denen des ersten auch eine große Ähnlichkeit, sodass man sich fragen kann, ist hier eine 2-Cluster-Lösung wirklich richtig oder ist nicht vielleicht doch eine 2, eine 3, also ist es eine 3- oder eine 2-Cluster-Lösung? Das ist bei diesem berühmten Iris-Datensatz so gesehen nicht so ganz klar. Da kann man jetzt mal den Elbow-Plot noch heranziehen, der also quasi wie so ein Scree-Plot funktioniert. Der trägt jetzt hier als, ja, wir können ruhig mal sagen, als Loss Function, als Funktion, die eigentlich minimiert werden soll, diese SSE ab. Also nochmal, das war die Distanz, die dann noch Beobachtungen eines Clusters zu ihrem Zentroid haben. Also wirklich so wie so eine SS within in der ANOVA. Sollte klein werden. Die wird auch immer kleiner, je mehr Cluster ich extrahiere, bis ich sozusagen am Schluss so viel Cluster wie Probanden extrahiere. Dann habe ich sie quasi auf 0. Das ist trivial. Die Frage ist, wo passiert das Spannende? Und hier könnte man also sagen, die wird dramatisch kleiner, wenn ich von einer Ein-Cluster-Lösung auf eine 2-Cluster-Lösung gehe. Aber dann fällt sie nochmal ab und dann ist hier irgendwo so dieser Knick, wo wir in einem Scree-Plot, wenn das Ganze ein Scree-Plot aus der Faktorenanalyse wäre, sagen würde, ja gut, ab da ist es nur noch so monoton abnehmend. Ja. Wenn man also hier so ein Fit machen würde, würde man auch sagen, ja, die 3-Cluster-Lösung, die ist es schon. Jetzt möchte ich euch aber auch noch kurz unbedingt den Silhouettenplot zeigen. Der Silhouettenplot für die Fisher-Iris-Daten ist jetzt also so: Ich habe einfach alle Beobachtungen ebenfalls sortiert nach den Clustern und dann innerhalb der Cluster sortiert der das immer noch nach dem größten Silhouettenkoeffizient. Wir hatten gesagt, ein Silhouettenkoeffizient von 1 wäre das Größte, was du haben kannst. Ja? Dann wäre quasi deine Distanz zu den anderen Beobachtungen von den anderen Clustern im Mittel sehr groß. Und die Distanz, das wäre in A, zu deinen Clusterkollegen sehr klein. Ja, dann bleibt da viel übrig für dieses S. Und so ist es also so bei Fisher, dass bei einer 3-Cluster-Lösung tatsächlich hier so dann natürlich jetzt im Cluster das immer abnimmt. Das ist so sortiert, das muss so abnehmen. Und dann aber es auch keine negativen Beobachtungen gibt. Also für alle Beobachtungen lässt sich in dieser Clusterlösung zeigen, ja, sie sind eigentlich ihren Cluster-Co-Cluster-Kollegen, oder wie ich das sagen soll, ihren Cluster-Zugehörigen ähnlicher als den anderen Cluster zugeschlagen. So sollte das auch genau sein. Wenn ich, und sie sind auch zum Beispiel im Cluster 2 hier relativ homogen, also sie haben relativ ähnliche Silhouettenkoeffizienten, ja, auf sehr hohem Niveau.
Wenn ich dann hier aber in die in das für die gleichen Daten versuche, eine 5-Cluster-Lösung zu erzwingen, dann sehe ich zumindest hier am Silhouettenkoeffizienten, wir haben schon über die anderen Kriterien gesehen, dass es nicht gut ist, aber wir sehen jetzt hier am Silhouettenkoeffizient auch noch, dass es dann sogar negative Silhouettenkoeffizienten mal gibt. Das kann man mal im Einzelfall in Kauf nehmen. Wir haben das zum Beispiel hier in Kauf genommen für unsere 6-Cluster-Lösung, aber der Silhouettenkoeffizient ist für unsere 6-Cluster-Lösung bei diesen 140 Höherprobanden auch nicht so ganz zufriedenstellend noch. Ja? Also so eine klare Lösung wie hier, dass man wirklich sagt, man hat ganz klar, man sieht die 3 Cluster mit bloßem Auge, auch im Silhouettenkoeffizient und hat insgesamt durchgängig große oder hauptsächlich große Silhouettenkoeffizienten, das kriegen wir so hier nicht hin. Und negativ, nochmal, negativer Silhouettenkoeffizient heißt eigentlich, du bist irgendwie falsch einsortiert. Weil du eigentlich, also der K-Means hat es nicht geschafft, dich so einzusortieren. Die Daten sind nicht so, dass alle Beobachtungen eindeutig einem Cluster zugeschlagen werden konnten. Denn ein negativer Silhouettenkoeffizient heißt ja, du hattest im Mittel eigentlich größere Distanzen zu deinen eigenen Leuten als zu den anderen Cluster. Das zeigt schon, du bist eigentlich falsch. Ja, also diese negativ sortierten hier ist nicht so gut. Im Ausblick könnten wir also sagen, Clustering ist eine Form des komplett theoriefreien, datengetriebenen Auffindens von Zusammenhängen und Zusammengehörigkeiten. Deshalb heißt es auch Unsupervised Learning, hat aber auch eine wichtige Rolle natürlich für die Hypothesenbildung. Ja, wenn ich vor so einem Datensatz sitze, mit 140 Patienten, 150, 200, 300, 10.000 Patienten und dann dort nach Mustern suche und Muster finde, zum Beispiel mit so einem Clustering-Algorithmus, dann habe ich natürlich schon auch was gelernt und kann dann fragen, warum? Wo kommen diese Cluster her? Ja? Es gibt auch Leute, die würden jetzt diesen Cluster-Output wiederum nehmen als unabhängige Variable, um wiederum ANOVAs Regressionsanalysen zu testen und Clusterzugehörigkeit quasi als Regressor zu benutzen. Man muss hier natürlich aufpassen, dass man jetzt nicht in irgendwelche Zirkularitäten gerät. Also man möchte nicht an den gleichen Daten, an denen man eine Clusterlösung gefunden hat, auch wieder dann jetzt letztlich Hypothesen rund um diese Cluster überprüfen. Aber so für zukünftige Studien ist das natürlich sehr, sehr sinnvoll. Generell ist es so, dass diese Formen des maschinellen Lernens, also der Mustererkennung, an Bedeutung gewinnen und sukzessive, aber doch relativ unaufhaltsam auch Signifikanztests, auch in der Diagnostik und in der Psychologie, glaube ich, ersetzen werden. Eine echte Bibel in dem Feld wäre jetzt, also das ist jetzt wirklich nur für die Leute, die sagen, mich interessiert mehr auch die Mathematik hinter diesen Verfahren, für die wäre eine echte Bibel des Elements of Statistical Learning, was im Internet vom Originalautor von Tip Shirani auch als so eine Rohversion oder die Proofs sozusagen, also die Druckfahnen sind da erhältlich, frei verfügbar ist. Es ist ein unglaubliches Buch. Also alles, was wir dieses Semester besprochen haben, muss man ehrlich sagen, ist auch in diesem Buch. Ich würde euch das nicht als Lehrbuch zumuten wollen, aber wer quasi von hier jetzt rein möchte in die Mustererkennung, der ist mit Elements of Statistical Learning sehr, sehr gut beraten. Ich habe heute jetzt in dieser Vorlesung wenig bis nichts über das agglomerative Verfahren gesprochen. Ich habe quasi nicht mit euch solche hierarchischen Clusterings besprochen, die eigentlich damit loslegen, dass sie erstmal sagen, jeder ist sein eigenes Cluster und wie kann ich langsam Cluster, sukzessive Beobachtungen zu Clustern zusammenfassen, bis ich eine stabile Lösung habe, sondern ich habe jetzt hier gedacht, dass es eigentlich instruktiver ist, sich auf das K-Means als so ein recht eingängiges und auch so mit der ANOVA gewisse Verwandtschaften habendes Clustering zu beschränken. Ich hoffe, das war in eurem Sinne. Das waren die multivariate Statistik. Alles Gute und ich hoffe, das eine oder das andere wird euch noch was nützen. Ciao.